Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Matthias schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade gebracht wurde. In Ordnung, gehen wir. Und dann bringen wir ihn zu Nikolai. Gemeinsam. Ja, sicher, sicher. Da geht's auch schon weiter. Bei Tomb Raider. Die Suche nach der Crew. Wo sind sie? Du willst nur sterben. Habt ihr es gehört? Warte, ich seh mal nach. Ich warte mal lieber. Zwei Feinde. Zwei Freunde und ich habe eine super gute Idee hier. Verbrenne, mein Freund. Okay, die Nummer ist durch. Ich wurde entdeckt. Shit. Fuck. Nächster, mein Freund. Verbrenne. Meine schönen Feuerpfeile. Ziemlich gut. Okay. Shit. Fuck. Unser Freundchen ist oben und der will's wirklich wissen. Komm, zeig dich. Boah, wie viel Granaten die da schmeißen. Shit. Shit. Der greift hier durchgehend an. Verbrenne. Und verrecke. Komm bloß nicht hoch. Boah. Das ist wirklich anstrengend hier, wenn man keine Waffe hat. Ihr wisst ja, wir wurden festgenommen, oder soll ich sagen entdeckt, als wir Sam befreien wollten, einer guten Freundin von uns, auch eine Crewmitgliedin. Und hier ist wohl jetzt unser Ort, ein Verlies, das wir verlassen müssen, was überhaupt nicht spaßig ist. Oh oh. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir gehen am besten mal wieder oben entlang, um die Freunde da oben zu transferieren. Wir haben bestimmt noch was Gutes. Dass sie uns auch nur so unterschätzen, ne? Das finde ich auch mal interessant. Frauen sollte man nie unterschätzen, das sage ich immer wieder. Und das sagt auch meine Freundin immer wieder. Meine liebste Freundin. Was gibt's denn hier so Schönes? Okay, hier unten gibt's noch was. Kann ich mir gleich angucken. Dankeschön. Nochmal irgendein Merkmal von den Kavernen. Und was ist hier drin? EP plus 20%. So, theoretisch könnte ich jetzt nach oben. Da oben könnte was sein, aber ich kann genauso gut diesen Weg hier gehen, oder? Nee, schade. Ist nix. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Wir müssen wohl klettern. Und ich muss ja sagen, die Lara ist ziemlich sportlich. Normalerweise kann sie nur klettern. Also sie macht ja auch gerne Sport. Aber ich finde, das, was sie hier gerade unter Beweis stellt, ich könnte das nicht, auch wenn ich Klimmzüge machen kann oder so. Aber so durchgehend die ganze Zeit so klettern, das ist schon beachtlich. Das kann nicht jeder. Okay. Ich freue mich schon auf meine weiteren Freunde. Aber am besten wäre ja natürlich, wenn ich mein altes Equipment wieder haben würde. Große Sonnenkönige, diese neuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen preisen euch. Unsere Herzen ehren euch. Mit Feuer sind wir an euch gebunden. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht. Ihr seid der Sturm, der wütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder. Wir erwarten den Tag. Bringt uns die Dämmerung, die den Weg zeigen mag. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüder. Erhebt eure Stimmen. Preist die Sonnenkönigin. Gleich wie die Sonne. Gleich wie die Sonne.
Ich unterbreche mal die Party. Mit Erfolg. Die Köpfe liegen. Heiliger. Das war gut. Doch ich habe das dumpfe Gefühl, die Höhle kracht gleich ein. Oder tue ich nur so? Komm schon, alles aufnehmen, wir haben es eilig. Die haben das bestimmt geschnallt, dass wir jetzt hier sind. Oh oh. Okay. Bergungsgut, Bergungsgut. Der Typ hat auch noch was. Wer ist das denn jetzt bitte? Ein weiteres Opfer für die Sonnenkönigin. Ihr wisst ja, dass die hier ein wenig Götzen dienen. Also es sind im Endeffekt Götzendiener und glauben, dass die Sonnenkönigin eben denen helfen würde. Aber das zu der Geschichte nochmal. Ein Büchlein. 5. Juni 2011. Die Jahre vergehen und ich höre jetzt im Schlaf ihr Flüstern. Es ist die Sonnenkönigin. Sie drängt mich zum Weitermachen. Bei jedem Sonnenaufgang sehe ich ihr majestätisches Gesicht. Bald ist es soweit. Meine Solari arbeiten in ihrem Namen, errichten eine Stadt aus allem, was sie auf die Insel gebracht hat, foltern und opfern in ihrem Namen. Bald ist es soweit. Wir werden die eine finden. Ich sehne mich nach Flucht, aber nicht einfach von der Insel. Von allem. Den Wracks, den Leichen und dem Dreck. Wenn ich meine Königin zurückbringe, verschwindet das alles in einem Augenblick. Und wie die Morgensonne wird sie Land und Meer in ihrem Licht baden und alles verbrennen. Und dann erstehe ich aus dieser verbrannten Erde. Wiedergeboren und rein. Messias hat seinen Verstand geopfert. Und ihr wisst ja, ich glaube, das war sogar im ersten oder im zweiten Part, haben wir diesen Messias sogar vor uns gehabt, der sogar meinte, dass er ein Lehrer wäre. Ich glaube, der müsste das auch gewesen sein. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Wieder diese Dokumente. Oh Mann, der Typ hat sie nicht mehr alle, oder? Opfert sich für irgend so einen blöden Gott oder was das sein soll. So ein möchte gern Gott. Und was ist hier? Oh, versteckt. Oder vielleicht ein Schatz. Ein Fächer für eine besondere Gelegenheit. Wahrscheinlich eine Hochzeit. Sieht nicht älter aus als ein paar Jahre. Na, in Taiwan oder so sind wir ja nicht, also brauche ich es auch nicht. Aber gar nicht mal so schlecht, oder? So im Sommer kann man die auch mal benutzen. Dankeschön. Okay, dann nichts wie raus hier. Wer weiß, was hier noch alles passiert. Ich könnte theoretisch noch Ratten oder so essen, aber mache ich nicht. Und was ich ehrlich gesagt richtig gut finde hier ist, dass wir jedes Mal irgendwelche Gasöffnungen haben und die dann irgendwie entzünden können. Okay, und da hinten könnte vielleicht Sam sein. Da, zum Beispiel. Hier ist das Ventil wieder auf. Kann's ja mal öffnen. Okay, los geht's. Ist zwar giftig, aber egal. Hier muss ich rein. Die Frage ist wie. Shit. Oh oh. Vielleicht darüber? Vielleicht kann ich das hier zuschießen. Shit. Ging nicht. Ah, ich habe eine Idee. Ich weiß auch was. Schaut her. Genau das meine ich. Was war das denn jetzt bitte? Okay, dann nochmal. Hat, glaube ich, nichts gebracht, oder? Egal. Komm, wir versuchen mal das jetzt hier mit dem Seilhaken. Okay. Vielleicht könnten wir das ja mit dem Feuer nochmal anzünden. Und dann knallt das dagegen. Jawohl. Tatsächlich. Na, das war richtig gut. Und jetzt nichts wie raus. Alles stürzt ein. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh oh.
Scheiße, nein! Nicht schon wieder. Fuck. Oh oh, Gas, 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 Gas. Hey, nicht anstacheln! Wir arbeiten hier! Verdammter Idiot! Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real? Das heißt, sie ist real? Ja. Und nichts wird uns aufhalten. Ich glaub's nicht. Nach so langer Zeit. Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. Alles wird sich ändern. Davon könnt ihr nur träumen, Freunde. Ihr seid alles nur Geschichten. Und der Typ schweißt jetzt, glaube ich, da hinten. Oder der lötet irgendwas. Ich weiß zwar nicht was, aber vielleicht können wir es ja mal versuchen, die irgendwie sneaky auszuschalten. Irgendwie. Ich warte mal ein bisschen ab, aber normalerweise habe ich ja keine Zeit dafür. Theoretisch sollten wir den jetzt eigentlich einen Headshot verpassen. Komm schon, ich mache es jetzt. Okay, gut. Das ist der zweite. Shit. Shit. Die haben mich gecheckt jetzt. Fuck. Fuck. Mehr. Mehr, Freunde. Oh Gott. Verbrenne. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay, wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs, nochmal. Okay, bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Verdammt nochmal! Lara, hier läuft eine komische Scheiße ab. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na, toll. Einen eigenen Charles Manson haben Sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam, hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir aus dem Käfig raus. Und wir müssen dir helfen. Oder euch helfen. Doch was mache ich als erstes? Instinktiv. Sicht hier kann natürlich alles ändern. Normalerweise kann ich doch hier drauf, oder? Muss ja natürlich wissen, was ich jetzt genau mache. Oh Mann, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich das hier abschießen. Vielleicht aber auch nur. Ich kann es mal versuchen. Nee, knapp nicht. Schade aber auch. Versuch war es wert. Lara, du musst das Gegengewicht lösen. Tja, die Frage ist wie, mein Lieber. Ich kann da auch nicht einfach so hoch, oder? Was ist mit dem alten Gaslicht? Hey! Gute Idee, danke. Der Typ hat's drauf. Unser guter Freund. Und jetzt einmal kurz eine Fliege machen und dann natürlich Feuerpfeile. Haltet euch irgendwo und fest.
In 3, 2, 1, los! Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Alles klar. Das sollte ich mal versuchen. Oh Mann, wie die dort bestimmt festgenommen wurden. Das ist ja mal was Heftiges, oder? So, hier müsste bestimmt noch so ein Ventil offen sein, oder? Ein Ventil wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Muss mal echt gucken, wie ich das hier genau lösen kann. Ich glaube, am besten mit Feuerfallen wieder, oder? Shit. Ich habe keine Ahnung. Oh oh. Vielleicht hier hinten? Auch nicht. Oh, Backe. Was genau? Ich muss das natürlich erstmal hier ein wenig unter die Lupe nehmen. Ich kann das ja nicht einfach blind machen. Wäre ja auch ein bisschen sinnfrei. Deswegen überlege ich mal ein bisschen lieber. Hier ist nichts. Gar nichts. Eventuell da nach hinten oben oder so. Da könnte natürlich auch was sein. Ich versuche es. Da ist nämlich jetzt hier ein Weg aufgegangen und dann könnte ich das eventuell mal versuchen. Freies Schussfeld. Hier oben wahrscheinlich. Ja. Wir halten den Käfig ruhig. Na toll, und jetzt? Muss ich da etwa drauf? Ich versuch's. YOLO. Da ist wieder Gas. Sehr gut. Macht euch keine Sorgen. Es ist da drüben festgemacht. Oh, Backe. Und jetzt das da nochmal hinten. Fuck. Nochmal. Ah, ich verstehe. Erstmal natürlich hier. Da müsste da nämlich Gas rauskommen. Und jetzt da hinten. Das ist der richtige Weg. Frage ist wie. Oh Gott. Ich habe eine Idee. Ich drücke einmal hier drauf und dann da nach hinten. Jawohl. Hey, ich hab dich, Kleines. Wohin muss ich? Muss ich etwa hoch? Shit! Oh Mist, das ist übel. Ach du Scheiße! Na, das sagst du erst jetzt? Ach du Scheiße! Wohin muss ich? Rüberspringen, okay. Okay. Chill mal, ich versuche hier alles. Sieh mal, Tageslicht liegt auf der anderen Seite. Kein Weg hier raus sein. Wenn wir mit dem Käfig rüberschwingen, könnten wir springen. Okay. Ja, versuchen wir es mal. Fuck. Nochmal. Das reicht nicht, Lara. Was soll ich noch machen? Na gut. Ich bin auf dem Schlauch. Egal, nochmal. Das ist eins. Jetzt kommt zwei. Lara, ich sag das nur ungern, aber wir brauchen eine größere Explosion. Wie denn, mein Mann? Wie soll ich das machen? Verdammte Axt. Ich weiß es nicht.
Oh oh. Eine größere Explosion. Vielleicht hier vorne. Mit beiden Öffnungen gleichzeitig könnte es reichen. Okay. Dann stehe ich hier eben vorne. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Das wird schwierig, sehr schwierig. Eventuell? Nein, das kann es auch nicht sein. Verdammte Axt. Komm schon. Wir sehen uns bei einer nächsten Folge vielleicht, wenn ich es geschafft habe. Oder ich mache einen kleinen Schnitt. Scheiße. Oh mein Gott. Finden Sie Sam. Und jetzt sehen wir uns schon bei einer nächsten Episode von Let's Play Tomb Raider. Oh, Backe. Wie geht's weiter? Ich bin gespannt. Gut, dass wir die anderen Crewmitglieder gefunden haben.